Genau, also ist nicht nur ein Krypto-Algorithmus, sondern wir haben auch durchaus im Grammatikunterricht aufgepasst. Wir haben uns einfach gedacht, dezentralisierte Energiespeicherung. Der Simon sagt das so ganz gerne, in Anbetracht aktueller geopolitischer und klimatischer Situation ist das europäische Verbundnetz bestimmten Herausforderungen entgegengestellt. So habe ich ihm mal nachgesprochen. Wir haben zum Beispiel das Problem, dass zum Beispiel gerade ein gewisser Idiot im Kreml uns gerade ein bisschen das Gas abdreht. Wir haben sprich weniger Energie, wir wollen auf erneuerbare Energien umstellen, sprich haben mehr Varianz im Stromnetz. Und das wollen wir halt alles speichern. Dann haben wir uns gedacht, jetzt basteln wir halt mal so einen kleinen Demo dafür, für so eine kleine dezentralisierte Energiespeicherung. Das Problem ist nur, mit dem Speicher selber sind wir nicht wirklich fertig geworden. Wir haben jetzt nur die Kontrollelektronik, die prinzipiell zwei Eingänge nimmt, also zum einen vom Netz und zum anderen, nee, Quatsch, zum einen von einem Solarpanel zum Beispiel. Und der andere Eingang ist eben der Generator, beziehungsweise der Speicher. Wir hatten am Anfang geplant, ein Pumpspeicherkraftwerk zu bauen. Das haben wir aber leider nicht in der Zeit geschafft. Und da würde dann halt die Turbine dranhängen. Genau, die Eingänge gehen beide auf den Ausgang. Der ist hier in dem Fall mit einem Motor realisiert. Und genau, wir messen zum einen jeweils von den Eingang von den Stromquellen jeweils Spannung und Stromstärke, die rauskommen, und können dadurch die Leistung berechnen. Und wir messen auch den Kurzschlussstrom von dem Solarpanel, damit wir berechnen können, wie viel das Solarpanel maximal generieren kann. Und das können wir jetzt hoffentlich demonstrieren. So, wir stecken den hier jetzt an. So, tut er. Er tut. Und man hört hier jetzt, dass die Relais klacken, die schließen die Stromquelle ganz kurz, um den Strom messen zu können. Man hört es auch. Genau. Und im Moment sieht man hier nur Nuller, weil die Stromquellen noch nicht angeschlossen sind. Aber jetzt simulieren wir mal, dass es Tag wird und das Solarpanel angeht. Und jetzt dreht sich auch der Motor, weil wir haben Strom. Und jetzt sehen wir auch Werte, die nicht ganz stimmen. Das ist ein bisschen viel, aber eigentlich sollten die stimmen. Okay, irgendwas ist komisch, aber es hat mal gestimmt. Wir können vielleicht auch noch mal unser Video dann von vorher später zeigen. Vielleicht funktioniert es, wenn wir die andere Stromquelle anschließen. Das wäre jetzt die andere Stromquelle, also es wird jetzt gespeichert, es ist Nacht geworden und jetzt geht aber der Generator an. Okay, nee, die Werte sind genauso komisch. Irgendwas ist komisch, es hat funktioniert. Das ist jetzt der Vorführeffekt, aber wir haben es aufgenommen in früheren Prototypen und können dann das Video später noch zeigen. Und jetzt erzählt, glaube ich, der Simon noch was zu dem anderen Teil von unserem Projekt, mit dem wir dann am Ende nicht fertig geworden sind. Ja, das habe ich schon. Ja, ursprünglich war der Plan, ein kleines und nach Möglichkeit kostengünstiges netzdezentralen Energiespeicher zu entwickeln, der eben auch in Privathaushalten zum Einsatz kommen könnte. Leider gab es dabei ein paar Probleme, weshalb wir nicht fertig geworden sind. Der ursprüngliche Plan war es, ein Pumpspeicherkraftwerk zu bauen. Das hier ist ein Teil der Steuerungselektronik. Wir hatten tatsächlich noch einen weiteren Teil der Steuerungselektronik schon am Laufen, aber der hat jetzt nicht in die Demo reingepasst. Die Planung beinhaltete, dass das Pumpspeicherkraftwerk einen sogenannten Radialverdichter als Pumpe verwendet, aber der 3D-Druck ist leider nicht geglückt und entsprechend haben wir keine Pumpe gehabt, um das Kraftwerk fertig zu bauen, weil der 3D-Druck irgendwie an die 6 Stunden dauert. Ja, und dann haben wir noch komplett last minute
versucht, ein bisschen ein paar Load-Balancing-Algorithmen zu implementieren. Ja, ist aber auch noch nicht irgendwie so wirklich funktionsfähig, leider. Genau, jetzt haben wir hier noch zum einen unser GitHub-Repo, das blenden wir dann später mal ein, und hier das Video von unserem früheren Prototypen. Okay, es kommt hier Ton aus meinem Laptop, das will ich nicht. Genau, hier, das hatten wir auf dem LCD-Display. Und genau, wir schließen hier die Stromquelle an, da war nur das Solarpanel dran, sozusagen. Und hier wird auch wieder gemessen, der Strom und die Spannung, die da rauskommen. Und das untere ist die Maximalleistung, die aus dem Kurzschlussstrom berechnet wird. Genau. Wir haben hier jetzt noch, die Präsentation ist irgendwie komisch sortiert, aber egal. Hier ist unser Schaltplan von dem, was wir jetzt am Ende haben. Und zwar, scheiße, es funktioniert nicht mehr. Jetzt hat er, hier ist mein Laserpointer. Hier wird kurz geschlossen, hier ist ein Relais. Und dann wird hier der Strom gemessen dazu. Hier wird die Spannung vom Solar sozusagen gemessen. Hier wird die Spannung gemessen, die dann am Ende verbraucht wird. Und hier der Strom dazu. Und hier wird Strom vom Solarpanel gemessen, was vom Solarpanel verbraucht wird und nicht vom Generator. Hier wird gemessen, wie viel Spannung der Generator bereitstellt. Genau. Und wir wollten uns noch ganz herzlich bei unserem Mentor Jaden bedanken. Danke euch. Danke euch, das ist euer Applaus. Kommt zu mir. Genau, vergesst nichts von der wertvollen Hardware, nimmt das Mikro mit, kommt zu mir rüber, macht der nächsten Gruppe direkt Platz. Erstmal großen Respekt an euch, kommt euch ein bisschen vor, damit man euch sieht. Basti in die kamerafreie Zone, Dankeschön. Nur zur Info, es gibt hier Menschen, die weder fotografiert noch gefilmt werden wollen. Die Gruppe ist zu viert eigentlich, aber nur drei sind im On, wie man so schön sagt, hier auf der Bühne, also in einem Kamerabild zu sehen und zu hören. Wenn ihr gekonnt hättet, wenn ihr noch irgendeinen Teil bekommen hättet, das euch gefehlt hat, was hättet ihr jetzt gerne noch weitergemacht? Sagt mal. Das größte Problem war tatsächlich eine Pumpe. Denn es gab zwar eine kleine Peristaltikpumpe, aber die war für ein Kraftwerk mit einer gesamten Pumpleistung von ganzen 39 Millilitern pro Minute mehr als ungeeignet. Deshalb mussten wir noch eine Pumpe 3D drucken und das hat eben nicht so ganz funktioniert, haben wir irgendwelche Slicer-Einstellungen nicht so ganz richtig hinbekommen. Und ja, da hätten wir viel Zeit sparen können, hätten wir diese Teile zur Verfügung gehabt. Und wären womöglich sogar noch zu einem fertigen, funktionierenden Pumpspeicherkraftwerk gekommen. Ich finde das, was ihr hier auf die Beine gestellt habt, schon maximal beeindruckend. Hardware und Software und dann auch noch präsentiert hier. Respekt an euch drei, an dich, Basti, natürlich auch an euch vier. Mit einem großen Applaus darf ich euch von der Bühne bitten. Applaus.